So, hier sind wir jetzt praktisch in dem Revier, was mir angeboten worden ist. Und da schaue ich mich jetzt mal um, ob ich mich da einmiste oder nicht. Da ist eine kleine schöne Stelle mit dem Wasserfall. Jetzt habe ich hier noch so einen alten Eimer gefunden. Jetzt werde ich mir hier einfach mal eine kleine Suppe warm machen und einen Tee. Ein bisschen Pause machen und dann geht's weiter. So, schaut jetzt ein bisschen komisch aus. Habe hier unten einfach ein paar Löcher reingemacht. Mit Kienspan das Ganze angezündet, weil es ja doch recht feucht ist. Jetzt raucht es noch ein bisschen, aber langsam kommt die Hitze und jetzt machen wir uns dann was zu essen. So, jetzt langsam wird es mit der Hitze. Bei mir gibt es heute eine Tütensuppe und einen Pfefferminztee. Und dann geht's hoffentlich mit neuem Schwung weiter. Und dann schauen wir uns mal weiter ein bisschen um hier. So, jetzt gibt es eine Champignonsuppe, Pfefferminztee. Das Feuer brennt langsam ab. Uni, gell? Ja, pass ruhig auf. Und dann geht's weiter. So, jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Ob ich das Revier jetzt auch noch bejagen soll, weiß ich nicht. Mal schauen, muss ich mir noch überlegen, ob das was wird. Was für ein Feldrevier natürlich oder für niedere Wildrevier immer wichtig ist, sind natürlich auch sogenannte Einstände. Einstände heißt, es sind halt so kleine Inseln. Wenn man schaut in der Agrarwüste, also überall Ackerbau oder Wiesen werden genutzt und da sind natürlich solche Hotspots, sagt man dazu. Also da sammelt sich das Niederwild drin und da werden wir jetzt mal schauen, was da so los ist. Da habe ich zwei so Punkte, einen hier und einen dahinter. Die möchte ich mir jetzt mal genauer anschauen. Such, Foni, such. Schau mal, vielleicht ist ein Fuchs da. Such. So, hier haben wir einen alten Wasserspeicher. Aber wie gesagt, also die Flächen sind relativ gering hier. Da drüben könnte noch so eine Art Einstand sein. Da schauen wir auch noch mal hin. Und dann sind wir eh schon an der Reviergrenze. Weiter geht's. So, was sind dann die Lebensadern vom Wild oder vom Niederwild? Also hier will ich dann so mittig so eine Fasanenschütte reinmachen. Ohne solche Inseln hätte man also, wie gesagt, dann fast überhaupt nichts mehr drin. Also man spricht ja da auch immer von der Agrarwüste und da passt der Ausdruck teilweise. Aber wie gesagt, hier ist noch eine Insel. Muss man schauen. Also bis jetzt ist mir noch kein Hase, nichts über den Weg gelaufen. Hofft, es ändert sich noch. Schauen wir mal. Also wenn ich dann, wie gesagt, wieder sowas sehe, also wenn die Hecken da so dermaßen stark gestutzt werden vom Landwirt, ist das natürlich auch wieder so eine Sache. Hier lässt sich also der Biber auch wieder gut gehen. Sieht man richtig. Und hier ist so die Autobahn runter Richtung Bach. Und da werden wir jetzt mal nachgehen.
kommt ohne Fuß. Ja, überall fleißig am Nagen, das ist eh klar. Schmeckt auch wahnsinnig gut. Also hier ist er gut unterwegs, der Junge. Schauen wir mal, es wird schon langsam dämmerig. Vielleicht kriegen wir ihn ja mal vor die Kamera. Hier haben wir also jetzt eine Röhre gefunden. Und da, wie gesagt, scheinbar ist auch noch mal eine Lagerstätte. Da muss irgendwo hier im Wasser auch noch ein Zugang sein. Froni, bleibt da raus, gell? Aus! Schauen wir mal. Hopp. Ja, da vorne ist der Damm. Ja, ja. Sieht man hier schon was eingekracht. Also in dem Bereich denke ich mir sicherlich, wird er dann auch noch. Und da hatte das Kind vom letzten Video das ganze Wasser aufgestaut. Nicht schlecht. So, das sind also jetzt erstmal die Gedanken eines Jägers, ob man sich jetzt so ein Niederwildrevier noch mal holen soll oder das auch noch mal zusätzlich bewirtschaften will. Wie gesagt, viel Arbeit, wenig Lohn. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank, macht es gut, euer Waldläufer.